Un hincha alemán llevó su fanatismo por el fútbol al extremo. Decidió manejar su taxi disfrazado con los colores alemanes, al igual que su auto, donde se encuentran banderas, guirnaldas y figuras de los jugadores alemanes. Von den Fahrgästen wird sehr positiv aufgenommen. Natürlich gibt es da auch den einen oder anderen, der etwas schockiert ist darüber, aber viele nehmen das sehr positiv auf, machen viele Bilder davon und feiern dann auch gerade mit mir zu den Deutschlandspielen. Hier im Deutschland-Taxi. Also das Spiel gegen Brasilien schätze ich wie folgt ein. Und zwar wird Deutschland 3-2 gegen Brasilien gewinnen. Und gesetzt den Fall, dass Deutschland verlieren sollte, bleibt das Taxi so bis zum Ende der WM. Klasse Sache, ist hauptsächlich eine große Attraktion bei uns in der Region. Ich buche mir es öfter, ich kenne den Marcel auch schon, aber mit seiner Verrücktheit toppt er hier alles. Also das WM-Taxi wird sehr gut in Rammstein aufgenommen und ich hatte sogar mal den Fall, dass mir einer 1000 Euro geboten hat, dass ich jetzt sofort den Anzug ausziehe, dass er ihn tragen kann, weil er so im WM-Fieber war.